better already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote. So, zwei Damen, die längere Zeit nicht mehr im Ring gestanden sind. Michelle Kumpitz, blaue Ecke, Roberta Höppner, die rote Ecke. Beide Damen, oder zumindest Roberta, kommt ja hier aus der Nähe. Germersheim ist ja nicht so weit weg. Sie tritt ja an für das Rankers Fight Team. Michelle Kumpitz für Predators TWBD. Und da gibt es ja auch tolle Neuigkeiten. Und da werden wir auch bei Fight24 wieder mit dabei sein. Am 22. April die Helmut-Ott-Halle in Auerbach in der Oberpfalz. Wer letztes Jahr dabei war, der Mega-Knockout von Deborah Mellhorn im Kampf gegen Marian Scheidegger. Ich glaube, den kann man sich natürlich gerne auch nochmal bei uns in unserer Bibliothek bei Fight24 anschauen. Und ja, und dieses Jahr geht es für Deborah Mellhorn eine Klasse höher. Es geht um die WM. Die Kämpferin kommt aus dem Iran, wie mir gesagt hat. Wir dürfen gespannt sein, aber jetzt erstmal das Duell der beiden Comeback von Robert Höpfner und Michelle Kumpitz. Ganz easy anfangen, ganz easy. Ja, da hört man das schon von Coach Thomas Kipfer, ganz easy. Michelle Kumpitz soll sie anfangen. Hat ja einen ihrer letzten Kämpfe, glaube ich, war ja auch ein wirklich toller Kampf in der Nähe von Ingolstadt, als sie auf Pia Peter von aus dem Ixer-Gym in Trittau die Schülerin von Lutz Burmeister traf, zwar nach Punkten verlor, aber sich respektabel verkauft hat. Ja, hier achtet man auch penibel drauf, dass die Coaches sich hinsetzen, nicht stehen. Auch nicht das Klopfen auf den Ringboden. Jawohl, gut, Michelle. Wenn sie reingeht, nie. Guter Kickversuch von Kumpitz, der Low-Kick. Ein bisschen aufpassen mit dem Frontkick. Manchmal tut man ja den Front oder schießt den Frontkick raus, dann bewegt sich der Gegner oder die Gegnerin und dann rutscht man so ein bisschen runter. Das kann natürlich beim einen oder anderen auch in die Weichteile dann gehen. Ist natürlich nicht mehr Absicht, aber da muss man dann trotzdem aufpassen. Ja, nochmal ein schönes Knie von Kumpitz. Interessante erste Runde. Und wir müssen mal gespannt sein, wie das weitergeht, weil bisher sieht das relativ, rein optisch gesehen, relativ ausgeglichen aus. Unglaublich. Kumpitz hatte einen Kampf und ich weiß nicht, ob sie da ein Witzchen gemacht haben. Aber sie scheint trotz der langen Pause sehr gelöst, sehr locker drauf zu sein. Schön zu sehen,
sie hat definitiv Spaß am Kämpfen. Deswegen hat man den Kampf auch angenommen, denn das war, wie man so schön auf Englisch sagt, on short notice. Ist auch erst diese Woche zustande gekommen. Und die zweite Runde. Gewesen von Höpfner. Die Beine bewegen sich gut. Auch wenn sie jetzt nicht die Anzahl der Kämpfe haben, wie jetzt vielleicht manche anderen. Oh, die Backfist, da muss Rumpitz natürlich aufpassen, weil da kann natürlich auch mal schnell anstatt die Backfist der Unterarm oder der Ellenbogen ins Ziel gelangen. Das ist dann natürlich um einiges schmerzhafter. Wie gesagt, beide bewegen sich wirklich gut, gehen nicht der Gegnerin hinterher, sondern versuchen auch die Wege abzuschneiden. Vor allem Höpfner hat hier wirklich einen guten Stand, bewegt sich sehr gut. Aber Rumpitz. Und man sieht, die beiden Damen, sie wollen es wissen. Versuch eines Fußfegers von Höpfner. Leider nicht dahin, wo er hin sollte. Kurzer Mahnung von Ringrichter Marius Vitanovic. Wenn sie kickt, mit der Faust sofort antworten. Aber bei aller Intensität sehr faires Duell der beiden. Ja, wenn so mal ein Spinning Kick von Rumpitz man das Ziel finden würde, ja, das kann schon sehr gefährlich werden. Ja, sie versucht es immer wieder, sie tastet sich auch so ein bisschen ran mit der Distanz, die muss man natürlich auch finden. Dann muss die Aktion natürlich auch möglichst schnell ausgeführt werden, weil bewegt sich die Gegnerin wieder einen Schritt, egal in welche Richtung, dann stimmt die Distanz nicht mehr, man kann nicht mehr den richtigen Druck hinter die Aktion bringen und auch entsprechend nicht den Schaden anrichten, den man vielleicht gerne würde. Letzten Sekunden in dieser zweiten Runde. Die ist auch jetzt schon vorbei. So, die letzte Runde steht an im K1-Duell zwischen Michel Rumpitz und Fastlokalmatadorin Roberta Höpfner. Zwei richtig spannende Runden. Das haben wir jetzt schon gesehen. Dass es hier vermutlich keinen Knockout geben wird, davon sind im Vorfeld eigentlich schon viele ausgegangen.
Rechte war da gut drin von Kumpitz. Die kam gut. Die Aktion von Höpfner danach. Auch nicht von schlechten Eltern. Niederschlag war es jetzt nicht. Und wieder die Backfist-Versuch von Kumpitz. Diesmal nicht ins Ziel gefunden. Also ich gehe jetzt mal einfach, lege mich fest, es geht über die volle Distanz. Nochmal die Backfist von Kumpitz. Und die Punktrichter werden hier das letzte Wort haben. Ja, das eine Minute hier noch aus der Ecke von Kumpitz. Oh, die Backfist, da muss man aufpassen. Das war jetzt schon ein bisschen gefährlich, aber alles noch im Rahmen. Und wieder die Backfist. Ah, das war der Kick mit links von Höpfner. Hat hier seinen Weg ins Ziel gefunden. Ja, die Rechte jetzt hier von Kumpitz. Jetzt gehen sie natürlich auch das höheres Risiko, die beiden Damen, weil sie wissen, ne, habe ich gewonnen, liegt nicht vorne. Man möchte auch nochmal die Punktrichter von sich überzeugen. Jetzt auch mal eine Backfist von Höpfner. Wir sind gespannt, wie die Wertung ausfallen wird. Offizielle Urteil, Siegerin mit 2:1 Punktrichterstimmen, die Kämpferin aus der blauen Ecke, Michelle Kumpitz. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, 'cause you're scared. I ain't there.